Okay, fangen wir mal an mit dem Einfügen von Texten. Wichtig ist hier, dass hier diese Fehlermeldung, dass hier keine auftaucht. Also man hat hier einen grünen Punkt. Wenn in diesem Dokument irgendwas nicht passt, dann wird dieser ro Punkt rot und daneben steht auch entsprechend, was genau nicht stimmt. Also am besten nicht am Ende der Arbeit kontrollieren, sondern immer schauen, ist dieser Punkt hier grün. So, wenn man Text hier einfügen möchte, man nimmt einfach diese Textdatei, das kann ein normales Word-Dokument sein. Ich mache mal dieses Word-Dokument kurz auf. Das ist einfach so ein Blindtext. Will auch zeigen, wie das mit den Formatierungen aussieht. Manche Kollegen bringen unformatierten Text, bei manchen sind Formatierungen drin, andere Schriftarten, Schriftgrößen. Und das wollen wir jetzt hier entsprechend einfügen. Ich nehme also mit der Maus diese Datei, ziehe die nach unten. Und jetzt sieht man, der Cursor hat sich entsprechend verändert. Und jetzt kann ich hier ein Fenster aufziehen. Man sieht hier auch schon, diese Fangfunktion ist extra dafür da, dass man hier nicht entsprechend hinwackeln muss und die Textbreite, also die Breite der Textfelder, man immer manuell eingeben muss, sondern man hat hier immer eine Auswahl, möchte ich den über die ganze Seite oder hier entsprechend zwei Drittel oder vielleicht den Text in Spalten haben, dann kann ich das entsprechend mit dieser Fangfunktion sehr leicht umsetzen. So, wenn ich jetzt meine linke Maustaste loslasse, dann sieht man hier diesen eingefügten Text und ich habe hier auch gleich schon eine Fehlermeldung, weil die Textmenge und der Textrahmen, das passt hier nicht zusammen. Hier ist noch Text versteckt. Ich kann dem begegnen, indem ich einfach das Feld größer mache. Jetzt ist dieser Punkt grün. Wenn ich aber sage, nö, da unten kommen ja Bilder hin, dann habe ich hier wieder diese Fehlermeldung. Ich kann dann Folgendes machen. Hier ist ein Plus. Wenn ich hier draufklicke, dann sehe ich wieder den Cursor so wie vorher und kann den Text entsprechend weiter einfügen. So, dann nochmal, man sieht hier eine blaue Linie und diese lilanen Linien. Man hat auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich nehme hier diesen Text und dann klicke ich hier in diesen Bereich und dann öffnet sich automatisch in diesen lilanen Bereich ein Textfeld mit diesem Text. Ich kann das auch entsprechend noch etwas verschieben. Und wieder hier mit dem Plus kann ich das auch hier draufklicken, kann das auch noch etwas nach oben schieben. Und ja, die Textmenge ist dann doch so viel, dass wir dann drei Spalten brauchen. So, das wäre die dritte Spalte. Und dann haben wir den kompletten Text hier drinnen.